So, liebe Leute, es geht weiter bei Harveys Neue Augen. Wir haben den Brief von Capo bekommen und den werde ich jetzt ausliefern. Das ist ja Gott sei Dank nicht die Gute, die wir abgemurkst haben, sondern die hier. Das andere Riot Girl. Was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Lilly zögerte. Nicht etwa, weil sie Shai das Treffen mit Capo nicht gönnte. Sie machte sich vielmehr Sorgen. Es konnte ja alles Mögliche in dem Umschlag sein. Eine Schlange, ein Skorpion oder Milzbrandviren. Schließlich entschied sie sich, Shai den Brief doch zu geben. Hui! Der ist ja von Capo. Ein Date? Wie aufregend! Ich muss mir unbedingt noch mehr Glitzerstaub auflegen. Es waren wohl doch keine Milzbrandviren im Brief gewesen. So Milzbrandviren. Ah. Oh Mann, Lilly. Ich bin ganz aufgeregt wegen der Verabredung mit Capo. Ob ich mir noch was anderes anziehen sollte? Aber was denn nur? Irgendwas mit Shibuya. So viel steht fest. Ob Capo auch Shibuya mag? Shibuya ist nämlich voll cool, oder? Ja, bestimmt. Gut, dann übermitteln wir ihm mal die Nachricht. Ach, jetzt kommen wir hier in das Zimmer rein. Och, die beiden Süßen. Oh, ohne Mund. Lilly wollte die beiden nicht stören. Sie sollten den Augenblick genießen. Bald würden sie sich anfangen zu hassen. Und vor lauter Kummer würden Shais Haare anfangen auszufallen. Ach ja, die Liebe. Oh Leute, ich weiß genau, was passieren wird. Ich weiß ganz genau, was passieren wird. Obwohl ich es noch nie gesehen habe, aber dieser scheiß Gargoyle, der fällt auch garantiert auf die beiden drauf. Oh, ist das ein gemeines Spiel, wirklich. Kann ich das vielleicht irgendwie jetzt der schon machen? Der Gargoyle war außer Nein. Wieder... Gott, das wird fürchterlich. Gut, Wartungsklappe. Endlich können wir hier rein. Ach nee. Aha. Kommen wir hier draußen lang. So konnte Lilly die Knappe wieder einmal... Nein, so geht's nicht. Aber mit dem Schwert vielleicht. Das Schwert war fast lang genug, um damit an die Knallfrische zu gelangen. Leider nur fast. Lilly brauchte wohl eine Art verlängerten Arm. Eine Art verlängerten Arm. Lilly durfte ihre Sau... Es fehlte nicht viel, um den Gargoyle vollends, aber nicht einmal das trug. Das ist jetzt die Frage. Was gibt's denn hier noch? Was könnte mein Arm verlängern? Ich hätte gedacht, Schwert in Muskete, aber das funktioniert wohl nicht. Ah, wartet mal. Ich könnte mir vorstellen, dass die gute Doris Interesse an ein paar Kippen hat. Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine nichts verloren. Genauso wenig wie du. Also verschwinde, bevor ich dir den Hals umdrehe. Ich brauch... Hätte ich gedacht. Aber habe ich mich wohl geirrt. Gehen wir nochmal in den Schlafsaal. Selber, Ach, es tut mir leid. Ich bin einfach so nervös. Solange diese Widmung noch im Baum zu lesen ist, wird Dr. Marcel mich sicher finden. Wie bekommen wir die nur je wieder weg? Jetzt, da du die Termiten vertrieben hast, wird dem Holz schwer beizukommen sein. Ich hatte mal ein Messer aus der Kantine stibitzt und selbst das hat nicht mal einen Kratzer im Stamm hinterlassen. Ich frage mich, womit Doris morgens das Pumpernickel schneidet. Sie muss noch über anderes Werkzeug verfügen. Bei einer Motorsäge. Aber hier kommen wir auch nicht weiter, Leute. Also, eine Art verlängerten Arm. Die Frage ist, wo wir sowas herbekommen.
Kronleuchter lag ab. Nun würde Lili... Lili hatte hier bereits genug Schaden angerichtet. In Gedanken schlug sie sich so heftig auf die Finger, dass sie bluteten. Oh. Der Kronleuchter lag kaputt und nutzlos am Boden. Nun würde Lili nie mehr darauf schaukeln können. Tragisch. Tragisch. Raufaserleinwand. Ich das hier verminden? Lili liebt. Nie im Leben hätte sie es übers Herz gebracht, irgendwelchen Unsinn damit anzustellen. Nein. Die Stickerei zeigte ein... Lili liebt. Sie wusste aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst. Nee, hier, das habe ich ja alles schon ausprobiert, Leute. Das habe ich alles schon ausprobiert. Das ist gar nicht so einfach. Abends hing die Aber. Ja, das kannten wir alle schon. Zu dumm, dass kein Feuer im Kamin war. Lili musste wohl woanders nach Feuer suchen. Wo hat's denn hier noch gebrannt? Irgendwo ein Feuerchen? Hier ist leider auch nichts mehr drin. Vielleicht nochmal im Klassenzimmer. Aber hier ist nur die Torte. Mit der Torte können wir wirklich nichts machen. Diese Torte gebührte ein Lili. Ja. Diese Torte. Keine Chance. Gehen wir nochmal in den Wartungsschacht. Der Gargoyle. Er tat aber auch typisch. Der Gargoyle. Wenn man... Die Zeiger der Schuluhr sahen aus wie Schwertlilien. Und die verschnörkelten Maschen, die die Körbe dieser Blumen bildeten, wirkten wie Schwertscheiden aus einem Fantasy-Roman. Sie luden geradewegs dazu ein, etwas hindurchzustecken. Aha, das Schwert vielleicht? Das Schwert reichte zwar weder zu den Knallfrischen noch bis zum Seil, dafür passte es aber perfekt in die Maschen des Zeigers. So perfekt, dass es darin stecken blieb. Was sollte Lili nur tun? Etwa abwarten, bis der Gargoyle von alleine zu Boden fiel? So viel Zeit hatte sie gewiss nicht. Ich denke... Ich verlass mal eben kurz diesen Raum. Lebt wohl. Kapu und Shai. Es tut mir leid. Hat das gerade gedonnert oder was war das hier für ein Ruckeln? Die Turmuhr klang heute dumpfer als sonst. War es wirklich schon so spät? Oh, ist das gemein. Das ist einfach nur so fies. Geschafft. Lili hatte Ednas Aufträge ausgeführt und alle Beweise verschwinden lassen. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Lili, Gott sei Dank, ich habe ein neues, viel größeres Problem. Ich kann mein Tagebuch nirgendwo finden. Und da steht doch alles über meine Fluchtpläne drin. Ich habe sogar eine Karte angefertigt, auf der ich mein Versteck markiert habe. Also vergiss die Sache mit den Beweisen. Nein, vergiss sie einfach. Die waren eh nicht weiter wichtig. Das Tagebuch hat jetzt höchste Priorität. Bitte hilf mir suchen. Wenn die Oberin es in die Finger bekommt, bin ich geliefert. Es muss irgendwo in der Nähe sein. Lili wusste natürlich sofort, was zu tun war.
Sie wusste sofort, was zu tun war. Oh Mann. Okay. Die Frage ist, was sie jetzt tun soll, ne? Lillys Stickereien waren zu nichts Nutze. Das hatte die Oberin mehr als einmal betont. Ja, ich wette, du hast viel zu erzählen. Aber erst einmal solltest du dich einzig und allein auf das Tagebuch konzentrieren. Du schaffst das schon. Wo ist denn das? Lilly hatte Edna noch nie so besorgt gesehen. Nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. Ich habe auch keine Karte oder so bekommen. Oder meint sie... Na, war ach, das da. Jetzt so schwer? Da lag es doch schon, das Tagebuch. Oder hing vielmehr. Die verräterischen Aufzeichnungen baumelten an der Kralle einer dumm daherglotzenden Taube. Anstatt die Taube einzufangen, überlegte sich Lilly, ob sie nicht irgendwas im Inventar hatte, um sie zu verscheuchen. Sie hätte wohl auch auf einer Pauke gespielt, wenn sie eine dabei gehabt hätte. Hm, schade. Gut. In dem Augenblick, klar, als Lilly das natürlich. Tagebuch schnappen wollte, erhob sich die Taube in die Lüfte und flog mitsamt Tagebuch zum Klosterdach, wo sie im Gebälk über dem Büro der Oberin verschwand. Da half auch kein dümmliches Gucken. Ein weiteres Mal führte Lillys Weg nun in die Höhle des Löwen. Mann, 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 Mann. Ja, dann. Wo ist denn jetzt hier der Vogel? Ich sehe den nicht. Na endlich! Da bist du ja wieder. Lumpi verhungert bereits. Hast du das Essen? Nein. Was? Ja, ist ja gut. Ah, wie? Gut, hier geht's nicht weiter. Und der Vogel ist auch verschwunden. Gut, dann gucke ich jetzt nochmal beim Brunnen. Da sind nämlich jetzt Spatzen dazugekommen. Was ich damit auch immer machen kann. Ich werde jetzt hier jedenfalls erstmal eine kleine Pause machen und wir hören uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.